Am 18. Februar 1902 beginnt die Geschichte der Berliner U-Bahn. Doch zunächst fährt sie eher als Hochbahn durch die Stadt. Zur größten Kellerbahn Deutschlands wird sie erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte. In vielen historischen Szenen dokumentieren wir den Werdegang. Sehen Sie Altbauzüge in Ost-Berlin im aktiven Betrieb und Museumszüge im Westen. Wir zeigen Ihnen Geisterbahnhöfe und sind zu Besuch in der UBW Friedrichsfelde noch vor der Wende. Die Zeit nach dem 9. November 1989. Neue Strecken und die heutigen Museumsfahrzeuge werden Sie faszinieren. Fahren Sie mit in alten und neuen U-Bahnen und blicken Sie dem Fahrer über die Schulter. Berliner U-Bahn-Geschichte in 58 Minuten pur. Gratis dazu gibt es den alten Film von 1997 von der Tunneleule zum Typ H.